Hallo und herzlich willkommen zu unserer Anleitung, wie funktioniert das neue Schulungstool? In der ersten E-Mail von Regenbogen Duisburg GmbH erhalten Sie einen Begrüßungstext sowie den Link, um sich anzumelden. In der Anmeldemaske tragen Sie Ihren Vor- und Zunamen ein. Suchen Sie sich ein Passwort aus. Die Voraussetzungen sind dort unten auch alle noch einmal aufgelistet, um ein sicheres Passwort zu generieren, und bestätigen unten auf dem blauen Button. Wenn wir uns dann angemeldet haben, landen wir im Bereich Meine Schulungen. Es gibt die Bereiche zu erledigen und die, die bereits erledigt sind. Zu Beginn finden wir natürlich nur den ersten Testkurs. Das ändert sich ab Juni. Da haben Sie dann hier eine ganz lange Liste an Unterweisungen, die Sie zu jeder Zeit starten, abbrechen, zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen können und so weiter. Wie weit der jeweilige Kurs bereits fortgeschritten ist, können Sie an dieser Prozentangabe erkennen. Und hier starten oder später an diesem Punkt auch fortsetzen. Fällig ist diese Testunterweisung bis zum 31. Mai. Die späteren Unterweisungen werden im Juni begonnen und haben eine Frist bis zum 30. September. Wir starten. Auf der linken Seite finden wir das, was uns erwarten wird. Die Folie, das Quiz und die Auswertung. Auf der rechten Seite läuft ein Timer herab, der uns anzeigt, wie viel Zeit wir mindestens auf dieser Folie verweilen müssen, um uns mit der Materie vertraut zu machen. Das Quiz startet. Wir lesen uns die Überschrift, die Fragen durch und ganz wichtig, es können immer keine, eine oder mehrere Antworten richtig sein. In diesem Fall Ruhe bewahren, da mache ich natürlich keine Fotos vom Brand, aber ich bin bemüht, keine Panik auszulösen. Ich gehe weiter. Löschversuch unternehmen. Natürlich muss ich den Feuerlöscher benutzen, aber um Ihnen zu zeigen, was passiert, wenn man mal was falsch macht, drücke ich mal Transzendenze Macht um Starkregen bitten und gehe weiter. Wir befinden uns nun beim letzten Punkt, Schulung abschließen. Hier bestätige ich mit einem Haken, dass ich die Schulung persönlich erledigt und auch die Inhalte verstanden habe. Nun kommen wir zur Auswertung. Sie haben leider nicht bestanden. Sie haben bei den Fragen 80% aller Antwortmöglichkeiten richtig angekreuzt. Das ist weniger als die geforderte Quote von 100%. Sie können die Schulung wiederholen. Kleiner Hinweis, wie oft Sie diese Schulung wiederholen, wird weder Ihnen noch dem Vorgesetzten angezeigt. Sie können diese Schulung so oft Sie möchten wiederholen. Die Auswertung sagt, es ist richtig, dass ich das erste nicht angekreuzt habe. Es ist richtig, dass ich keine Panik auslösen wollte. Genauso war es auch richtig, dass ich die anderen Fragen nicht angekreuzt habe. Bei Löschversuch unternehmen habe ich zwei Fehler gemacht. Denn ich habe bei Feuerlöscher benutzen kein Kreuz gemacht, dieses jedoch beim letzten Punkt falsch gesetzt. Deshalb finden Sie hier unten zwei Fehler. Daraus ergeben sich die 80%. Ich klicke auf Schulung wiederholen und lande wieder direkt bei der Folie. Es läuft auch wieder der Timer und ich kann das Quiz, wenn der Timer abgelaufen ist, ein zweites Mal machen. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen einmal die Button hier oben erklären. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, oben rechts auf dem Button Schulung pausieren zu klicken und landen wieder in der Übersicht bei Meine Schulungen und können auch dort direkt an der Stelle wieder fortsetzen. Der zweite Button oben rechts heißt Nachricht an die Kursleitung senden. Ich bitte Sie, diesen Button vorerst zu ignorieren, denn ansonsten würden Sie mein Postfach Qualitätsmanagement fluten. Wenn Sie jetzt momentan in der Testphase eine Frage haben, dann ist dieser Button natürlich richtig, dann landet die Frage automatisch bei QMB. Sie können aber auch hier den altbewährten Weg über das Outlook-Programm wählen. Beides landet an der richtigen Stelle. Dann sind wir nun bereit für das Quiz.
Es gibt einen Quizfragenpool, wo sich das Programm immer zwei Fragen heraussucht und ihnen stellt. Jetzt haben wir Brandmelden, Feuerwehr 112 wählen. Weitere Maßnahmen. Natürlich wird die Feuerwehr eingewiesen. Wir gehen weiter. Wir bestätigen, dass wir das persönlich gemacht haben und die Inhalte verstanden haben. Und herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Schulung erfolgreich bestanden. Die Auswertung ist auch dieses Mal angehangen. Wie Sie gerade eben unten rechts im Bildschirm sehen konnten, wird eine Version des Zertifikats automatisch an das Postfach Personal gesendet. Regenbogen Duisburg hat mir der Personalabteilung mitgeteilt, dass die Mitarbeiterin Isa Portner an dem Kurs Testkurs Unterweisung teilgenommen hat und hat das Teilnahmezertifikat direkt angehangen. Sie beenden den Kurs, indem Sie hier auf dem Zertifikat abholen drücken und landen wieder in der Übersicht. Sie sehen, 100% sind erreicht und an diesem Button können Sie das Zertifikat auf Ihren Rechner ziehen.